Guten Tag und herzlich willkommen zu Let's Play Clash of Clans, ja, eine nachweihnachtliche Folge. Heute ist der 28. Dezember bei mir und... Oh, ich habe gerade eine SMS von Matthias bekommen, erstmal gucken. Ist der alte... Oh, der Junge, ey. Ich brauche das Handy. Er wollte mir das S2 geben. Und ja, natürlich, wenn ich ihn kriege, Matthias, einfach ein kleiner inkompetente Missgestalt ist. einfach ein kleiner Hurenbock ist, der das nicht hinbekommt, mir dieses scheiß Handy zu geben. Weil immer noch mal seiner Freundin rumeiert. In einem, ja, etwas weiter entfernten Ort, wo er dann immer hindödelt mit seinem kleinen Corsa. ich hoffe echt, er hört sich diese Folge nicht an, aber auf jeden Fall. Ja, kriege ich dann das S2 von ihm nicht. Das heißt, ich kann diese ganzen coolen Tests, die ich jetzt noch machen wollte, nicht machen. Auf jeden Fall, ja. Wollen wir mal reinschreiben, dass wir live sind. Mal gucken. Ich hatte zwar eben gesagt, ich mache die Folge erst heute Abend, aber jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit zwischendurch und dann kann ich mich gleich noch mal ein bisschen um meine Arbeit kümmern und deswegen können wir dann jetzt schon mal ein bisschen aufnehmen und dann haben wir gleich noch ein bisschen mehr Zeit für... Ja, habe ich gleich noch ein bisschen mehr Zeit für andere Dinge. Ja, das neue Jahr steht ja auch vor der Tür. Gucken, Vorsätze habe ich eigentlich keine soweit. Aber ansonsten... Oh, was gibt's jetzt hier? Hallo YouTube. Ah, dich wollte ich ja noch besuchen, genau. Nikolas B89 oder 789. So. Vorher muss ich Matthias mal eben ein paar traurige Smileys zurückschreiben. Moment. So, und dann gucken wir uns einfach mal eben das Dorf von Nikolas an. So, er hat einen Barbarenkönig auf Level 1. Aber fangen wir doch mal in der Mitte an. Moment, ich muss einen Schluck Kaffee nehmen. Ist ja noch bei mir am Morgen. Beziehungsweise 12 Uhr gerade. Aber ich habe jetzt hier keine Milch im Kaffee. Das ist ein bisschen ärgerlich. Moment. Also. Also. In der Mitte. Lager für dunkles Elixier. Oh, der hat schon ein bisschen mehr als ich. Kann er hat nur auf Level 1. Das heißt, bis zum... bei Warenkönig Level 2 muss er es noch upgraden. Dann natürlich ist die Clanburg, die hier das alles abdecken soll. Dann natürlich noch das Elixierlager Nummer 1 und Elixierlager Nummer 2, das man ja bei Rathaus Level 7 hat, auf Level 10. Dann hier baut er gerade am Tesla. Den macht er, glaube ich, auf Level 2, soweit ich das sehe. Die sind außen, aber wir machen mal einfach mal in der Mitte weiter. Hier außenrum verteilt. Level 5, Level 5 und Level 5. Der ist da sogar schon weiter als ich. Ja, ich habe nämlich einen noch auf Level 4. So, die Türme hatte auch alle schon schön auf Level 8. Das muss man auf jeden Fall sagen. Er macht es auf jeden Fall besser als ich. Ich habe das nämlich zu früh geupgradet. Ich glaube Bilbo auch, auch wenn er das nicht so ganz wahrhaben will. Aber vielleicht kriegen wir ihn noch dazu, dass es noch zugibt. Auf jeden Fall, Bilbo an dieser Stelle, schöne Grüße. Und ja, ja, es geht natürlich auch so, also... Nicht, dass ihr jetzt denkt, das wäre jetzt komplett falsch, statt schon abzugraden. Also es geht schon nur, also teilweise greifen mich auch schon Leute an mit, was weiß ich, Level 6 Truppen oder so. Das ist halt zufällig. Das ist halt so das Spielprinzip. Du kriegst halt zufällig einen Gegner und wenn die dann, weiß ich nicht, Rathaus Level 10 oder so sind und dann sich einen Gegner suchen und mich dann sehen und sehen, oh, der hat 200.000 Ressourcen, dann greifen sie natürlich auch an. Und da kannst du halt dann auch nichts machen. Wenn mich halt einer normal angreift, müsste die Base eigentlich standhalten, aber das hat man ja dann auch nicht immer, das kann man nicht immer beeinflussen. Na gut, gucken wir mal weiter. Hier auch schon schön geupgradet auf Level 4. Ja, gefällt mir eigentlich echt gut die Base, muss ich schon sagen. Vor allem, weil er wirklich auch konsequent das schon jetzt geupgradet hat alles. Ja, ansonsten hier die Kasernen, Level 8, Level... Das ist schon Level 1, das stimmt, das ist Level 8. Level 4, da ist noch eine Level 5 und hier die dunkle Kaserne Level 1. Ja, die dunkle Kaserne vernachlässige ich momentan noch ein bisschen, weil ich auf den Barbarenkönig Level 2 spare. Das dauert allerdings noch ein bisschen. Ansonsten, was kann man hier noch sonst so sagen? Ich gucke gerade noch, hier hat er noch zwischen seine Luftabwehr auf den beiden Seiten und ja, das Rathaus außen und seinen Weihnachtsbaum. So viel zu seiner Base. Gehen wir mal wieder zurück und wir wollen auch noch angreifen heute. Gucken wir mal, ob das wir noch ein bisschen, ja, ein paar Ressourcen noch kriegen. Ach, komm, mal ich bin die Hosen an. Komm, geh mal eben noch ein paar. Allerdings kann ich jetzt hier nichts ausbilden. Müssen wir mal eben gucken, weil ich bin doch ein bisschen leiser. Moment. Wir bauen auf jeden Fall noch ein paar Bogies hinterher. Und dann gucken wir einfach mal, was ich mal so als nächstes noch ausbauen könnte. Wieso habe ich eigentlich...
Ach nee, ich habe heute noch gar nicht angegriffen, ne? Ich brauche Verstärkungen. Führe Aufnahme. Vielleicht kriegen wir dadurch was Besseres. Mal gucken. Vielleicht mal gucken, mal gucken, mal gucken. So. Ich bin noch überrascht. Es hat heute... Oh, wieso ist das denn schon wieder voll? Zwei Drachen, ein Heiler. Zehn... Interessant. Interessant. Was haben wir hier schon fertig? Nix. Ah, weil der extrem lange dauert, okay. Ja, würde ich sagen, komm. Soll der Geiz. Ich muss hier unbedingt mal ein bisschen dunkles Elixier farmen. Deswegen gehen wir, glaube ich, mal jetzt lieber. Ich bin übrigens jetzt hier in dieser Karte, bin ich schon extrem weit gekommen. Aber hier muss ich nochmal gucken. Was gibt es jetzt hier eigentlich noch? Mega böse. Gucken wir mal, wie das aussieht. Ich will das jetzt eigentlich nicht angreifen, aber ich will mir nur mal angucken, wie das aussieht. Puh, die gehen auch eigentlich schon, ne? Die gehen eigentlich auch schon. Aber nun gut, will ich jetzt hier nicht sonderlich angreifen. Wir gucken mal eben ganz kurz, was wir jetzt hier bekommen haben. So, lad doch du. Mal gucken. Wir haben bekommen 2-mal den Magier Level 3 und 5-mal den Barbaren Level 4. Okay. Ah, hier ist beinahe übrigens auch bald fertig. Und ich hoffe mal, bis dahin habe ich die 2,25 Millionen zusammen. Dann wollte ich eigentlich mal, wie lange dauert denn der Riese? 5 Tage? Boah, ich muss unbedingt, ich glaube, ich mache den Riesen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das, der Riese wäre eigentlich, ich greife echt oft mit dem Riesen an. Wobei, irgendwann sind die hier fertig, ne? Die Bogenschützen. Da ist nicht mehr so viel Spiel. Aber hier ist noch, der hat noch einiges an Spiel übrig. Also ich bin eigentlich ein riesiger Freund von Riesen, weil die echt extrem viel wegreißen. Ach so, mal einen Schluck Kaffee und jetzt suchen wir uns mal einen Gegner. Ja, ihr kennt meine Taktik, wobei die Taktik jetzt momentan, jetzt mit 2 Drachen könnte ich eigentlich wirklich mal mehr auf dunkles Elixier mal gehen, mal gucken, was wir da so hinbekommen. Aber müsste schon so ab 200, 300 Elixier müsste schon sein. Natürlich noch mit ein bisschen anderen Ressourcen noch dabei, versteht sich. Und dann mal gucken, was wir da so hinkriegen. Ja, das ist natürlich nix. Könnte es sich natürlich wieder etwas ziehen, aber naja, mal gucken. Ist ja dann auch immer die Frage, wie viele Folgen ich dann daraus dödele am Ende. Meistens versuche ich die dann so auf 10 Minuten Länge zu machen. Ja, dachte ich erst wäre gut, ist aber allerdings schlecht. Weil er schon einen X-Bogen hat.